Lenkrad um. Ist den Vierachser abgestellt. Und hängt jetzt den Dreiachser drauf. Dann fahre ich erstmal nach Kaiserslautern und lade unseren R39. Der geht irgendwo bei Bad Kreuznach hin. Erfahre ich dann gleich. Ja, ich bin von der B41 runtergefahren. Sich hier links abbiegen. Ich hoffe, dass ich hier durchkomme. So, nochmal. Der Bagger sieht aus wie Sau. Ich war wieder mal alleine auf der Straße. Ihr seht es gleich selbst. Straße. So breit wieder. LKW. So. Hier komme ich irgendwie wieder raus, ja. Kann ich auch schön, mal gucken, ob ich hier durchfahren kann.
nach oben. Und da rein. Die Planierraupe noch geladen. Schmeiße ich jetzt hier runter und dann, wie gesagt, geht es an die Pfaff nach Laudern und da laden wir heute unsere ganzen Bürocontainer und was da halt noch so rumsteht. Das kommt alles weg. Jetzt leer. Der Long Reach steht immer noch so da, wie ich ihn hingestellt habe. Scheinbar wieder nicht gebraucht, keine Ahnung. Oder wird erst später gebraucht. Raubi macht gerade sein GPS klar. Das Verladen hätte ich gern ein bisschen ausführlicher gefilmt, aber kaum hatte ich fertig ausgezogen, hing der Container auch schon in der Luft und ging alles rucki zucki.
Wir sind dann mit den drei LKWs, der Autokran und der Werkstattbus sind dann zusammen nach Bexbach gefahren und haben dort dann alles wieder entladen. Ja, für mich ging es dann danach weiter nach Mannheim.
an diesem Bagger war die Schmieranlage defekt, sollte vor Ort repariert werden, aber die Monteure hätten den Bagger nicht gefunden. Also habe ich ihn dann geladen und er ging ebenfalls nach Hause. Wo wir jetzt in Kaiserslautern im IG Nord. Wir sind hier gesperrt. Ach, Scheiße. Okay. Bleibt jetzt hier vorne den Dosan, unser Dosanbagger. Der bleibt hier in Kaiserslautern.
So, da bin ich nochmal. Eigentlich sollte ich nochmal den Brecher vorladen für morgen früh, aber es kam gerade noch ein Liebherr-Auftrag rein. Also fahre ich morgen früh zuerst nach Homburg. Kann mich erkennen, ich bin zu hoch. Kommt selten vor. Fahre ich morgen früh zuerst nach Homburg, lade ein R922 für nach Landstuhl zurück. Dann werde ich hierher auf den Hof kommen, werde unseren kleinen Klemann-Brecher laden. Der geht nach Meisenheim. Ich denke, dass ich das mache noch. Vielleicht macht auch morgen früh gleich der Kollege. Keine Ahnung. Aber für heute, wie gesagt, es ist Mittwochabend. Eigentlich schon für diese Folge. Machen wir Schluss. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet etwas Spaß beim Zusehen. Wieder eine kurze Woche. Darf ja auch mal sein. Ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Homburg. Haut rein. Tschüss.